Hallo zusammen. Ja, in diesem Video geht es mal nicht um Reisen zu Corona-Zeiten und wie sind die Regeln in der Domrep oder in New York, so wie in den letzten Videos, sondern es geht um Küchenkauf. Ja, da wollte ich euch heute mal von unseren Erfahrungen erzählen, die wir am Wochenende gemacht haben, denn da haben wir uns beraten lassen und auch eine Küche planen lassen, und zwar bei Poco. So, ich möchte euch in diesem Video mal erzählen, warum ich eigentlich am Anfang Poco komplett ausgeschlossen habe, was da so für Vorurteile meinerseits waren, welche davon so ein bisschen stimmten und welche eben nicht. Und dann auch natürlich, wie war das Beratungsgespräch, was war gut, was war vielleicht auch nicht gut. Und natürlich haben wir uns dann am Ende entschieden, die Küche bei Poco zu kaufen, oder haben wir dann gesagt, nee, die Vorurteile stimmen und wir gehen lieber woanders hin. Das erfahrt ihr dann zum Schluss. Ja, bei meinen Vorurteilen war es halt so, dass ich gesagt habe, naja, Poco, da mögen Wohnzimmer, Esszimmermöbel oder so weiter, wenn die jetzt nicht ganz so teuer und vielleicht auch nicht ganz so hochwertig sind, durchaus gehen. Die Erfahrung haben wir auch persönlich gemacht, denn als wir vor gut 6 Jahren hier im vorderen Bereich alles renoviert haben, neue Fenster, Kamin, Fußboden und so weiter, haben wir die komplette Einrichtung hier bei Poco gekauft und den Schrank, den ihr da seht, eben auch, oder so eine ganze Schrankwand. Und die stehen heute noch, die Sachen. Sie gefallen mir auch immer noch, weil das so für mich zeitlos war oder hier noch so reinpasst in meinen Stil, unseren Stil, wie auch immer. Und sie sind auch noch recht top. Auch die Couch. Also wir haben dort eine Couch gekauft, die nutzen wir sehr, sehr viel. Da hat auch schon Besuch drauf geschlafen und so weiter. Und die ist überhaupt nicht irgendwie durchgesessen oder so. Und da hat zum Beispiel meine Mama die Erfahrung gemacht, die hat eine richtig teure Couch auch mal gekauft damals und die war relativ schnell durchgesessen. Und von daher sage ich, ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh Poco, das ist nur Schrott. Ich war halt nur nicht überzeugt, ob Sachen, die man wirklich viel nutzt, so gerade bei Schränken, weil natürlich ist dieser Schrank jetzt nicht so stabil, wie wenn ich jetzt einen richtig massiven Holzschrank oder irgendwas habe aus einem richtig guten Möbelhaus oder so. Aber für hier, ich mache ihn ja nicht ständig auf und zu, ist alles super. So. Nur ich war halt davon überzeugt, für eine Küche, die man nun mal viel mehr in Gebrauch hat, könnte das nicht reichen oder könnte das zu schnell kaputt sein. So. Und meine Idee war eben, es gibt dort aber auch nur solche Küchen, wie es günstig Schränke gibt. So. Deshalb haben wir auch nie groß bei Poco drauf geachtet, was bieten die so an Küchen an, was kosten die überhaupt und was hat man da für Möglichkeiten, wenn man zum Beispiel was Individuelles braucht. Denn unsere Räumlichkeiten, unsere enge Küche, was da jetzt ist, das ist eben auch sehr speziell. Ich blende euch dazu auch noch ein bisschen was ein. Da hätte eh noch was geändert werden müssen. So, also waren wir natürlich so, dass wir die ersten Male in normale Küchenstudios sind und da mal geguckt haben und den einen Tag eben auch hier mal richtig hier Schränke auf, Schränke zu, geguckt, was ist das so, ja, fühlt sich schon wesentlich anders an. Gibt auch schon Küchen so ab 4.000, 5.000 Euro im Küchenstudio, habe ich gedacht, okay, wir hatten uns ein Limit von 10 bis maximal 12.000 damals gesetzt. So, und dann war es halt so, dass wir genau an dem Tag auch noch weiter nach Poco gefahren sind, eigentlich für gewisse andere Sachen, einfach so Kleinkram, den wir da ab und zu mal holen. Ja, so Kissen und was man so, Deko-Zeugs. So, sind also weiter und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt gucken wir einfach mal nach Küchen und gucken mal im Vergleich, dann sehen wir das ja. So, und da muss ich sagen, hat sich zumindest das Vorurteil nicht vollständig bestätigt, denn ich habe dann das erste Mal wahrgenommen, dass die dort durchaus auch Küchen für mehrere tausend Euro haben und die sich dann, als ich es aufzugemacht habe und so weiter, nicht viel anders angefühlt haben als die Küchen in diesem Preissegment in einem Küchenstudio. So, eher waren dann die Preise aber auch nochmal so circa 1000, 1500 manchmal günstiger für ähnliche Küchen, die wir da gesehen haben, aber von dem Anfühlen und so weiter war es eben für mich gleich. Und dann habe ich eben auch das erste Mal wahrgenommen, dass die ja auch die Küche komplett auf Maß machen können, nach deinen Vorstellungen und, und. Ja, und dann haben wir einen Mitarbeiter dort mal kurz angesprochen, erste Fragen gestellt, wann muss man sich überhaupt melden, wie lange dauert sowas, können die was nach Maß machen, nach meinen Vorstellungen und, und. Und die haben dann auch erklärt, ja, und bei uns sind es die gleichen Küchen, die Küchenstudios auch kriegen, aber man kann natürlich immer noch andere Geräte und, und. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, haben uns die Karte mitgeben lassen und haben dann gesagt, dann lassen wir uns da erstmal einmal beraten. Ja, und dieser Beratungstermin war eben jetzt am Samstag. Ja, und zwar haben wir dann von einer netten Dame einen Anruf bekommen, weil wir hatten es per E-Mail angefragt, ob wir da einen Beratungstermin haben können und auch beigeschrieben, wem wir da gerne beraten werden würden, weil wir mit dem eben schon mal kurz gesprochen hatten. Und die hat den Termin dann bestätigt und hat uns dann auch gesagt, ja, bitte nehmen Sie sich aber so mindestens 2 Stunden Zeit, weil das dauert nun mal.
Ich dachte, okay, eigentlich wollte ich erstmal nur was, ein bisschen was konkreter fragen, aber gut, ging dann alles. Mein Mann hat dann auch die ganzen Zeichnungen gemacht mit Maße und so weiter, ich noch ein paar Bilder. Dann sind wir dahin, da haben wir uns noch mal ein paar Küchen angeguckt, wo wir dann gesagt haben, okay, die oder die würde vielleicht bei uns ganz gut passen, ohne wer weiß welche Änderungen, und haben dann eigentlich sofort einen Favoriten gehabt, die auch in Anführungsstrichen total billig war. Die war also auch noch runtergesetzt. Preis war dann irgendwo mit 2.100 irgendwas. Aber natürlich muss man dann immer genau aufpassen, weil natürlich war das nicht der Preis für die Küche, wie sie da so stand, sondern da stand dann noch die und die Geräte waren dann noch extra zu bezahlen, da noch was und alles sowas, ne? Also man kennt das ja manchmal, aber die war auch vorher eben auch noch teurer. So, und dann haben wir gesagt, vom Grund her finden wir die schön, aber haben dann auch schon gemerkt, die Fronten waren mir zu empfindlich, aber gesagt, ja, okay, das können wir bestimmt gleich alles regeln. Ja, und in dem Zuge haben wir natürlich auch noch die anderen Küchen mal angeguckt, und es ist schon so, dass viele der Küchen auch wirklich so diese mindere Qualität, sage ich jetzt mal, oder nicht ganz so robust entsprechen, wie ich das auch als Vorurteil hatte. Das sind dann aber auch Küchen, die kriegt man in der Regel unter 1000 Euro für relativ viel mit wichtigsten Geräten und so weiter drin. Ist sicher für eine Studentenwohnung oder für die erste Wohnung oder in der Ausbildung oder so ganz toll, aber für mich eben nicht. So haben wir uns dann wirklich eine der besseren Küchen, die sich auch besser anfühlten und so weiter, ausgesucht. Ja, und dann war es soweit, und dann haben wir uns halt mit dem Herrn dann dort hingesetzt an den Platz, auch gefragt, was haben wir denn uns schon ausgesucht. Dann sind wir mit ihm zu der Küche, dann habe ich ihm das Problem gestellt, hatte ich gesagt, mir kommen die Fronten doch sehr empfindlich vor. Man sah sofort, wenn man da mit dem Finger drüber war, den Fingerabdruck, und ich hatte das Gefühl, dass da auch schon ziemlich viele Kratzer so drauf waren, dass sie sehr empfindlich war. Obwohl sie mir gefallen hat, so mit dem Schwarz, also ich blende das Bild hier auch nochmal ein. So von den Farbgestaltungen her hat sie mir eigentlich gut gefallen, aber das wollte ich dann nicht, weil ich gesagt habe, da ärgere ich mich die ganze Zeit, und mein Mann hat auch gesagt, nee, das ist nicht so gut. Dann hat er gesagt, ist ja kein Problem. Dann haben wir uns andere Sachen angeguckt, konnten dann auch diese Musterplatte mitnehmen, damit wir sehen, wie wirkt das zusammen. Und dann haben wir uns eben für eine etwas robustere Oberfläche entschieden, in etwas, ja, was ist anthrazitmäßig. So, und das hatten wir dann schon, dann, wie gesagt, haben wir am Platz dort gesessen, und dann hat er alles Mögliche erstmal auch in den Computer eingegeben und so. Und dann haben wir erstmal realisiert, dass der, weil da hing oben ein Monitor mit so einem leeren Raum. Und ich habe da nur mal kurz hingeguckt, habe es gar nicht realisiert, bis er dann irgendwann sagte: So, gucken Sie mal eben da, passt das so mit den Maßen, ist das die Tür? Und bla. Da habe ich erstmal realisiert, dass der da den Raum nach unseren Maßen, also unsere Küche quasi oben am Bildschirm dann gezeigt hat. So, und dann wurden halt die Küchenblocks dahingestellt. Es wurde gefragt, was möchten wir? Dann habe ich ihm die Probleme geschildert, die wir jetzt im Moment haben. Sprich, dass ich mein Fenster überhaupt nicht vernünftig putzen kann, ohne auf die Arbeitsfläche zu klettern. Ich weiß nicht, wer das damals bei der Küche hier geplant hat, als die Vorbesitzer die Küche haben da machen lassen. Es ist furchtbar. Ich habe mich so oft geärgert, und ich muss gestehen, das Fenster ist auch öfter mal relativ schmutzig in Anführungsstrichen geblieben als andere Fenster, weil das einfach so kompliziert war, und das hat mich immer gestört. Das fand ich immer ganz, ganz furchtbar. So, dass wir das weghaben wollen, dass ich möglichst viel Stauraum brauche, dass ich eigentlich gern einen Apothekerschrank hatte, das aber alles nicht so passte. Und ja, und er hat dann alles gewurschtelt und getan, und wir hatten dann erst überlegt, ja, und so passt der Apothekerschrank dann aber immer noch nicht, weil wir den Kühlschrank größer haben wollten und das dann anders versetzt und. Also ganz viele komplizierte Sachen gehabt. So, und dann hatte ich mich gedanklich schon vom Apothekerschrank verabschiedet und gesagt, ja, dann ist es halt so. Wir hatten uns dann auf Stauraum auch mit solche Auszüge geeinigt, auch für da, wo sonst die Schrank oder die Schränke nur mit so Aufklapptüren waren, hat er dann gesagt, Auszüge sind natürlich immer besser, klar, kommt man besser ran. So wurden dann alle geändert schon, virtuell und alle sowas. Ja, und dann haben wir hier halt auch noch, dass das abgeschrägt ist, wie ihr seht. So, da ist hier dann unten dieses, ich sage mal, Rummelfach so ein bisschen, obwohl, jetzt habe ich es mal aufgeräumt, da stand noch mehr Kram drin. Und das war wirklich mal ganz uschelig aus. So, und da hat er nämlich dann gewerkelt an seinem Computerprogramm, und dann hatte er das gezeigt, dass das zu ist, mit so einem Griff, und da habe ich nur gedacht, auch das ist bestimmt eine Attrappe, dass da eine Blende vorkommt und ein Griff, dass es einfach schöner aussieht. Und sagte er mir auf einmal so, und da haben wir dann zumindest noch einen kleinen Apothekerschrank drin. Und ich mich natürlich riesig gefreut, weil da kann ich dann einfach, ich wollte den vorwiegend auch für Gewürze und so weiter haben, und da reicht dann auch der kleine schon, und ich fand es einfach toll, dass er so
das als Überraschung auch so gemacht hat, wo ich das schon alles abgeschrieben habe und er dann wirklich noch so die Ideen hatte. Und da merkte ich auch, er ist wirklich sehr kompetent. Es war auch ein jetzt, ja, ich will nicht sagen älterer Herr, was ist älter? Vielleicht war so unser Alter, vielleicht ein bisschen älter, ich kann es gar nicht so, ja, doch ein bisschen älter als wir, sicher, aber jetzt nicht, wer weiß. Ne? Aber man merkte schon, irgendwo hat er wirklich scheinbar auch sehr viel Erfahrung, weil er, ne? Ich habe so ein bisschen auch manchmal Gespräche mitbekommen, wo wir noch vorher geguckt haben, bevor wir den Termin hatten, dass da die etwas jüngeren Berater und Beraterinnen, das hörte sich jetzt nicht ganz so, ich sag mal, kompetent an, so für mich so. Also man hat da schon gemerkt, da sprach auch viel Erfahrung raus und das war wirklich top gelöst. Und ja, dann ging es an die Sache mit dem Ofen, weil ich gesagt habe, ich möchte unbedingt einen Ofen, der sich komplett, oder einen Backofen, der sich dann komplett selber reinigt. Mir war es wichtig, dass der Kühlschrank zumindest noch oben Gefrierfach hat. Unser Gefrierschrank kommt zwar in einen anderen Raum dann und bleibt noch für Vorrat, aber ich wollte auch in der Küche selber zumindest ein kleines Fach, wo ich mal schnell für ein, zwei Tage was reinpacken kann zum Einfrieren. So, all das hat der Tippitoppi gelöst und das sah dann wirklich so richtig toll aus und ich konnte es mir richtig vorstellen, weil man es eben an diesem Programm auch gesehen hat und das wirklich groß oben auf so einem Bildschirm und nicht nur auf seinem Computer, wo er dann mal den Bildschirm rumdreht oder so. Sowas habe ich auch schon mal gesehen bei Beratungsterminen. Ja, und letztendlich haben wir da fast 3 Stunden gesessen, bis dann alles so war, wie wir es dann auch haben wollten. Kriegen jetzt sogar ein ganz tolles, so eine Blende hinten, so ein Bild von New York in Schwarz-Weiß, wie ihr es hier so seht. Das ist jetzt da der Plan, den wir dann auch mitbekommen haben. Die Farben nicht irritieren lassen, die haben da so einen leichten Grünstich. Das sind jetzt nicht unsere Farben, sondern das ist ja so eine Animation. Ja, und das war natürlich alles fantastisch. Und als dann alles fertig geplant war, sondern ich gesagt habe, gut, jetzt brauchen wir natürlich den Preis, da habe ich nur gedacht, oh Gott, komme ich denn wirklich damit hin oder sind wir dann wirklich bei den 10.000, 12.000? Weil mein Mann hat dann gesagt, ja, da werden wir dann ja einiges sparen, weil ein bisschen billiger als ein Küchenstudio ist das alles ja. Aber ich war mir dann gar nicht mehr sicher. Bei dem alles, was wir geändert haben in den gut 3 Stunden oder über 3 Stunden. Ja, und dann kam der Preis von 6.800 und ein paar zerquetschte. Und mein Mann sofort, okay, wo muss ich unterschreiben? So. Also wir haben uns dann einfach direkt aus dem Bauch raus auch kein weiteres, nicht gedacht, wir holen uns jetzt nochmal ein Angebot aus dem Küchenstudio oder so, weil da haben wir auch gar nicht so immer die Küchen gefunden, wo wir gesagt haben, ja, das können wir uns vorstellen, weil das alles immer so riesig war und wir gedacht haben, ah, das wird ja ganz anders und das passt einfach überhaupt nicht zu uns, nicht zu unserem Haus. Und ja, und dann haben wir dann gesagt, nee, warum sollen wir das noch machen? Preisberatung war toll, was wir so gemacht haben, wir haben, ne, angefasst haben und so weiter, hat uns das soweit überzeugt. Ja, und von daher haben wir dann wirklich Nägel mit Köpfen gemacht, die Anzahlung geleistet und hoffen jetzt, dass es alles klappt. Wir möchten die Küche gerne irgendwann zum Mai, dass das dann auch passt weil mein Mann musste ja vorher noch hier mit tapezieren und alles so weiter. Ja, und dann werde ich euch natürlich berichten, ob der Rest auch so gut geklappt hat, weil ich habe natürlich auch immer ein bisschen Schiss vor dem Aufbau. Weil auch da hat meine Mama zum Beispiel ein bisschen schlechtere Erfahrungen gehabt. Die hat die Küche bei Mümmer, da hier noch, oder Möbelutz heißt es ja jetzt, glaube ich. Es war ehemals Mümmer, gekauft. Und da war hinterher so viel. Also die haben da einen Mist nach dem nächsten gemacht. Da passte dann das vorne und hinten alles nicht. Und ja, demnach habe ich schon ein bisschen Bedenken immer so und weiß nicht, ob da vielleicht noch in Anführungsstrichen das böse Erwachen kommt, hoffe jetzt aber einfach mal nicht. Und da auch schon jemand anders, der im Küchenstudio gekauft hat, da ein paar Probleme hatte, sage ich jetzt einfach mal, das wird wahrscheinlich Glück oder Pech sein und das kann uns wahrscheinlich auch im Küchenstudio passieren. Von daher bin ich jetzt einfach mal optimistisch, bin sehr happy mit dieser neuen Küche, die wir jetzt kriegen. Und kann nur wirklich sagen, die Beratung, zumindest hier in unserem Markt, wo wir waren, von dem Herrn war top. Man kann wirklich so seine ganzen Wünsche machen. Also ich würde mal behaupten, dass von der Küche, wie sie auf dem Bild am Anfang dann war, jetzt wirklich kaum noch was über ist. Das heißt, eigentlich haben wir da komplett andere Küche, wenn man von der Arbeitsfläche vielleicht und den Hängeschränken absieht. So. Und dennoch ist das alles möglich geworden und Wünsche alle berücksichtigt. Und was man auch sagen muss, das muss ich auch noch sagen, er hat uns nichts aufgequasselt. Er hatte dann zum Beispiel manche Sachen zwar noch angesprochen, gesagt, das kann man noch mit so und so kriegen. Dann hat er uns auch teilweise in den Küchen was gezeigt, zum Beispiel so ein Geschirrspüler mit so einem Besteckfach. Ich kannte bisher nur Besteckkörbe. Hab mir das angeguckt und sofort gesagt, nee, das ist nicht so meins, das brauche ich nicht. Und er hat dann auch nicht gesagt, ja, aber das hat die und die Vorteile noch oder wollte uns das unbedingt aufschwatzen, sondern er hat gesagt, okay. Müssen Sie wissen. Also, das war wirklich ganz, ganz tolle Beratung, die ich so überhaupt nicht dort erwartet hätte.
Und darum sage ich, also nie irgendwie zu viel Vorurteile haben, sondern vielleicht einfach auch mal hingehen, mal selber gucken und so. Dann kann man ja immer noch sagen, oder wenn ihr jetzt sagt, ja, aber ich würde nicht sofort dann kaufen, weil vielleicht ist das Küchenstudio ja doch besser, kann man ja dann auch nochmal machen. Kann man ja sagen, ich brauche da Bedenkzeit oder was auch immer. So, und dann geht man halt und guckt mal, wie die Beratung woanders ist und ob sich das wirklich so groß unterscheidet. So, aber ich persönlich kann sagen, also mit der Sache, das ist wirklich eine Eins mit Sternchen, was wir da hatten. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Das erfahrt ihr dann aber wohl erst irgendwann im Mai. Ja, das waren also die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich werde sicher noch ein paar andere Videos dann auch zum Bad, zur Terrasse, was dann gemacht werden soll oder so mal zeigen und machen. Aber soweit erstmal alles zur Küche. Und dann sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.